Und damit herzlich willkommen zu meiner Let's Play Session zu Stray, der ersten Let's Play Session. Ja, Stray ist heute rausgekommen, kostenlos für alle PlayStation Plus Extra-Besitzer. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das mal zum Anlass, um das mit euch zusammen durchzuspielen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir bei der Reise zuguckt. Und ansonsten werde ich jetzt auf Twitch streamen. Die Folgen wird es dann später auch alle auf YouTube geben. Wie lange ich die mache, weiß ich noch nicht. Ich vermute mal so eine halbe Stunde auf YouTube. Hier werde ich jetzt ungefähr 2 Stunden streamen. Und ja, begleitet mich auf einer Reise mit einer süßen Katze. Legen wir los mit Stray. Ich freue mich drauf. Let's go. Wie gesagt, PlayStation Plus, alle Extra-Besitzer kriegen das Spiel kostenlos. Ich glaube aber auch nur begrenzt. Also man hat es nicht immer kostenlos. Also für immer. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall kostenlos ist. Im Moment. Deswegen schauen wir mal, was es kann. So, jetzt müssen wir die Helligkeit einstellen. Einmal so. Und gehe nochmal auf Einstellung. Ich guck mal, ob das mit dem Ton so hinhaut. Ja, sieht gut aus, oder? Ja. Fadenkreuz? Das lasse ich mal aus. Können wir dann im Spiel gucken, wie das aussieht mit Fadenkreuz. Ah, ein bisschen runter. Steuerung. Nee, nee, nee. Grafik. Kamera. Ach ja, ich spiele übrigens Stray auf der PS5. Gibt es auch, glaube ich, nur für PS5 und PC. Und ja, legen wir los mit der ersten Folge mit Stray. Let's go. Neues Spiel. Spiel starten. Introzeit, falls es eins gibt. Okay, schon sind wir im Spiel. Mit Kreis kann man miauen. Die ist ja süß. Ah, mit L2 kann man so eine Nahansicht machen. Okay, was ist die Familie? Ist ja putzig. Ja, natürlich ist das Spiel auch was für mich, weil ich bin Katzenfan. Ich mag Katzen. So, einen Moment kurz. Jetzt in den Regen raus, oder wie? Ich glaube nicht, dass ich da runter darf. Oh, ich kann. Oh, wir können schlafen. Gehen wir mal schlafen.
innerhalb der Mauer. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder da. So. Was ist hier los? Was war das? Entschuldigung, da war ich gerade kurz weg. Ich weiß nicht warum. Aber hier sind wir wieder. So, wir sind jetzt anscheinend unten. Ich kann auch mauzen. Ah, und da wo man hinspringen kann, wird X angezeigt, okay. Ja, wer Stray nicht kennt, das ist ein Spiel, wo es darum geht, dass die Katze ihre anscheinend Vorbesitzer sucht in einer Cyberpunk-Welt, aber es gibt keine Menschen mehr. Und das Spiel ist halt auf Erkunden und Rätseln ausgelegt. Deswegen schauen wir mal. Ich glaube, ich weiß, warum mein Bitcoin-Zweig war. Ja, es tut mir leid, wir sind ja wieder da. Okay. Also wie gesagt, mit Kreis kann man miauen. Die ist echt süß. Die Schwarze läuft mir die ganze Zeit hinterher. So, erkunden wir doch mal hier den Ort. Kann man da irgendwie rennen? Drücke Kreis und miauen. Ah, mit R2 kann man rennen. Okay. Und tap. Spiel wurde übrigens von 12 Leuten entwickelt aus Frankreich. Ist also ein französisches Spiel. Den ihr erstes. Was bis jetzt auf jeden Fall schon mal einen coolen Eindruck macht. Und übrigens, wir sind auch eine richtige Katze, also wir können nicht sprechen oder irgendwas in der Art. Wir finden aber jemand, der uns hilft, mit den Maschinen in dieser Welt zu kommunizieren. Oh, Dreieck. Warum die Entwickler direkt auf Katzen gekommen sind, liegt vielleicht daran, dass in ihrem Entwicklerstudio auch viele Katzen leben. Und ich vermute mal, deswegen haben sie sich ausgedacht, ein Katzenspiel zu machen. Kann ich auch hoch? Ich weiß gar nicht, ob man noch irgendwelche Sachen finden kann. Aber das sehen wir dann. Oh. Schauen wir mal. Wo habe ich meine Zeit? Da habe ich meine Zeit. 10 Minuten laufen wir schon. Okay. Spiel soll eine Spiellänge von ungefähr 6 bis 10 Stunden haben. Und ja, ich vermute mal, ich werde so eine halbe Stunde machen pro Folge. Werde es auch, glaube ich, dabei belassen. Okay, da drauf. Dann da drauf. Ja. Halte X, um Sprünge zu verknüpfen. Okay. Und das ist dann seine Familie, die Katze? Man weiß gar nicht, ist das ein Männlein oder ist das ein Weiblein? Ich erkenne jetzt nicht viel.
So. Oh, passe ich da durch? Ja. Was für eine Frage, eine Katze kommt überall doch rein. Halte L2, um etwas anzuschauen. Aha. Will jetzt irgendwie da rüberkommen. Aber meine Freunde zeigen mir ja den Weg. Nicht die Menschenfamilie, sondern die Katzenfamilie. Habe ich falsche Info gehabt? Ich vermute mal, wir müssen zurück zu unserer Familie. Oh, Miss Kätzchen. Ist sie verletzt? Ja, sie ist verletzt. Da kommen wir jetzt nicht hoch. Oh, sie scheint die Pfote verletzt zu haben. Was war das denn jetzt? Also scheint es wieder erholt zu haben. Aber rennen kann sie nicht. Hier, alles zu. Jetzt kann sie rennen. Aber hier ist erstmal nichts weiter. Okay, dann gehen wir hier lang. Ah, hier sind eben diese komischen Tierchen lang gegangen. Fehlsprung. Totenstadt. Was ist das? Kamera? Ah ja, und wie ihr sehen könnt, wir werden in dem Spiel auch nicht geleitet. Wir müssen halt selbst alles erkunden. Und ob es irgendwas zu finden gibt, das kann ich noch nicht sagen. Hier haben wir eine Maschine, die anscheinend kaputt ist. Kann ich auch, ja, kann ich. Aber ja, okay. Bringt mir jetzt nicht viel. Help. Hilfe nach rechts, okay.
Follow me. Folge mir. Wie ihr gesehen habt, speichert das Spiel an bestimmten Stellen. Das hat man im Trailer gesehen, allerdings fehlt hier noch was. Da. Genau das habe ich gesucht. Ja, die Szene hat man im Trailer gesehen, also da weiß ich, was ich machen muss. Fallen lassen und dann einfach... Zack! Das war das erste Rätsel. Ja, das machen Katzen auch gern. Das machen Katzen halt, ne? Ach, kommt wieder die nächste Szene, die man im Trailer gesehen hat. Hätten sie auch nicht gleich spoilern müssen. Zack, nächste Rätsel gelöst. Follow me. Das blaue Fötchen, Tatsache. Was kann ich hier machen? Kratzen. Das wird auch noch wichtig später. Oh, bei dem DualSense muss man ja richtig Kraft aufwenden hier. Okay, reicht. Oktober. Das Jahr steht leider nicht da, oder? Nee. Was können wir hier? Auch kratzen. Hep. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das sehr physikbasierend, das Spiel. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, was zu trinken. Meine Kamera ist bestimmt weit oben, oder? Oh. So. Ja, übrigens, ich habe lange nicht mehr gestreamt, da ich ja mein letztes Internet nicht so gut fand. Da habe ich jetzt ein neues und es scheint auf jeden Fall besser zu funktionieren. Oh, ist hier Fahrstuhl? Yep. Jetzt komme ich aber auch nicht mehr hoch. Was sind das für Tiere? Oh, hier lebt sogar eine Maschine noch. Lebt, hä?
man weiß aus dem Trailer auch schon, dass die nicht so nett sind. Da will man rennen. Halte R2, um zu rennen. Boah, sind das viele. Ey. Lass mich. Einfach langsam. Follow me, um zu miauen. Okay. Was ist hier eigentlich in dieser Welt passiert? Dass es vor allen Dingen keine Menschen mehr gibt. Ob man irgendwie Collectibles einsammeln kann. Da ist noch eine Kamera. Halt, ich wollte hoch. Gucken, ob es da was gibt. Physik? Ah ja. So, komm ich da hoch? Drück Kreis, um zu miauen. Ah, durch das Miauen wirst du geleitet. Ah, verstehe. Gehen wir mal die Kiste mal hier rüber. Also, das falls. Jetzt komme ich hoch. Ach da. Ja, Bea muss ich. Den kriege ich auch bald. Du bist halt nur geleitet da, wenn du in der Nähe bist. Hier runter? Ne, da komme ich ja her, oder? Doch nicht her. Überall die Kameras.
Fell runter? Ah, nee, ich soll das da benutzen. Ah. Haben sie cool gemacht. So. So. Dann hier rüber. Mal die Flaschen rumschmeißen. Da oben an dem Balkon. Aber war echt überall Kameras, ey. Leute, ich würde auch mal sagen, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde rum. Für YouTube war es das jetzt mit der ersten Folge. Würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und wir sehen uns dann in der zweiten Folge. Hier auf Twitch geht es jetzt erstmal weiter. Dann bis zur nächsten Folge.